Wild Acht ruft und wir antworten mit einem neuen Part. Mario 3D Land mit dem Zwergenfürst. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits. Und natürlich, wie jedes Mal, auch wieder Engladum zu einem neuen Part. Ich sagte es schon, Mario 3D Land. Auf geht's in Welt 8.6. Starten wir. Let's go, los geht's. Wir springen hier direkt mal in die Lava. Nein, in die Lava springen wir nicht. Das wäre scheiße. Bis zum Start des Parts. Nein, nicht in die Lava. Auch nicht in die Feuerbälle. So, hier geht's auf Gittern entlängs. Hier auf diesen kleinen Gitterspielchen. Und lang rennen. Ich glaube, so gibt's sowas ähnliches. Gibt's auch ein Real Life, zwar nicht mit, was, wie ging denn das? Nicht mit Lava, aber so auf Untergrund und so weiter. Was war das denn gerade für ein Fail? Der war ja fast unmöglich. Fast unmöglich, ihr habt es gesehen, dass er möglich ist, aber man glaubt es kaum, dass sowas überhaupt existiert. Und man kann dazwischen fallen, das ist mir auch nie passiert. Nicht mal im Offscreen-Spiel, als dass ich das erste Mal durchgespielt habe, im privaten Spiel, dazwischen zu fallen, da muss man sich schon echt Mühe geben. Ich glaube, ich muss da lang, die Zeit ist aber knapp. Nö, so knapp ist die Zeit gar nicht. Ich muss da lang, ich muss mir die Sternmünze holen. Das war ein anderes Level, wo die Zeit knapp wurde. Kleiner Spoiler. Die sind doch gar nicht möglich, diese Fails. Wie geht denn sowas? Das ist ja schon sensationsmäßig, dass ich das überhaupt schaffe, solche Fails zu leisten. Sensationelle Fails. So gut kann man doch gar nicht fehlen. Einfach zwischen die Spalten zu fallen und hinter den Griffel durch zu plumpsen, das ist kaum möglich. Ich schaue es trotzdem immer wieder, hier die unmöglichsten Fails zu produzieren. Ja, auch eine Sache, die sich lohnt anzugucken. Dafür bin ich mal gut für sensationelle Fails. Meistens bloß bei Mario eher für den mangelnden Skill, aber hier auch heute ausnahmsweise mal für sensationelle Skills. Nicht nur für peinliche, sondern auch für sensationelle Skills. Und ich habe auch schon eine Checkpoint-Flagge. Das war auch ein ordentlicher Fail. Sensationell nicht, aber sehr wohl peinlich. So hier mal drauf hüpft. Ja, alle roten Münzen werden wir wohl kaum kriegen. Das ist hier sehr schwer möglich. Aber überleben werden wir es doch hoffentlich. Ich bin klein. Wie geht denn sowas? Ja, jetzt nicht failen. Bitte noch ein bisschen aushalten, bitte das Level mal bestehen. Da wäre ich sehr dankbar, Mario, wenn du das mal schaffen würdest. Das wäre sehr schön. Die Zeit, holen wir die? Eigentlich haben wir eigentlich nicht nötig, oder? So dringend ist das hier nicht, Zeit zu haben. Das dürften wir doch schaffen im Rahmen der Zeit. Geronimo! Ich bin hier direkt runter. Oha, ist ein feurig heißes Level hier. Ich hole mir hier mal die Zeit. Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Und deshalb ist Zeit wertvoll. Nein! Was zum? Zum Glück hat man den Checkpoint. Geht's doch gar nicht heute hier. Was ist denn hier los heute? Ich aktiviere trotzdem den Ring hier. Obwohl ich weiß, ich schaffe die niemals. Aber, naja, was soll es denn? Okay, möglich ist es. Ihr habt es gesehen. Möglich ist es. Eine Coin haben wir verpasst, aber es ist möglich. Es ist zumindest nicht unmöglich. Es ist machbar.
Wir suchen hier mal weiter. Ich hoffe, wir kommen heute noch irgendwann an. Naja, wir haben hier nur zwei Level in diesem... in dieser achten Welt. In dem zweiten Teil der achten Welt. Also, fehlen dürfen wir. Nö, die goldene Tanuki-Dingens, die holen wir uns nicht. Also, so scheiße sind wir heute mal nicht. Das kriegen wir heute gebacken. Ausnahmsweise mal. Oha, ein Tanuki. Endlich haben wir es mal geschafft. Auch diese Variante mal gezeigt, wie man es schaffen kann, die roten Sternmünzen. Nein, rote Sternmünzen sind es nicht. Rote Münzen zu kriegen. So, hier ruhig. Heute ist wirklich ein Tag der Varianten. Zeigt euch ja alles, wie man machen kann. Alles, was man machen kann. Alles, wie es möglich ist. Alles. Ultimativer Part halt heute. Alle Möglichkeiten mal vorgestellt, wie man diese Level begehen kann. Ich lasse nichts aus. So kann man hier auch rüber. Seht ihr, wieder was gezeigt. So, hier und links. Kamek! Ja, auch so kann man fehlen. Auch so kann man es versauen, beuteln. Ja. Nehmen wir auch mal diese Option hier mal nur aus Spaß raus. Weil es lustig ist, weil ich schon alles gezeigt habe, muss ich jetzt auch mal das hier zeigen, wie das funktioniert. Dass man auch mit dem Tanuki hier was schaffen kann. Und einen One-Up kriegt man dann, wenn man mit dem goldenen Tanuki hier durch die Gegend wüstet. So. Und das ist dann natürlich auch kein Problem. So, hier auch diese Facette des Spiels, des Levels gezeigt. Perfekt heute hier. Könnte nicht besser sein. Die Darstellung dieses Levels. So, und jetzt holen wir uns das hier nochmal. Die Lava sollte man natürlich trotzdem nicht berühren. Die ist auch schädlich für uns. Ich glaube, diese Lava nicht. Ja, die ist nicht schädlich, aber die Lava am Boden, die ist sehr schädlich für uns. So, ich hüpfe hier mal rüber. Das kann man nämlich mit Tanuki. Okay. Das sollte man nach Möglichkeit nicht machen. Das ist natürlich auch scheiße. So, hier kann ich jetzt natürlich durch. Kamek auf die Fresse hauen hier. Dafür, dass er uns hier so quält. Während wir uns auf diesem Rad hier reden müssen. Das ist nicht schön. Das ist nicht sehr freundlich. Das macht man nicht, Kamek. Das ist sehr unsozial. So, die Sternmünze. Das war Sternmünze 3. Wo zum Henker war Sternmünze 2? Nicht doch. Ich will da nicht nochmal rein müssen. Sieht so aus, als müsste ich nochmal rein. Ich habe eine Sternmünze vergessen. Irgendwo hängt die noch rum. Irgendwie macht die noch Sachen. Nein! Gibt's doch nicht. So unmittelbar vom Ziel. Das heißt aber, die Sternmünze, die muss irgendwo hier rumhängen. Hier gibt's nochmal ein Leben. Die muss sich irgendwo hier aufhalten. Anders geht's ja gar nicht. Die muss ja nach dem Checkpoint sein. Eine andere Möglichkeit ist kaum denkbar. Die muss also irgendwo zwischen erster und dritter Starcoin auf jeden Fall rumhängen. Ich weiß nicht, was wir dafür machen müssen. Wie wir die kriegen, aber irgendwie müssen wir die kriegen. Ich schätze mal, hier auf dieser Ebene müsste die sein. Vielleicht dort. Ja, ich sehe was ihr nicht seht. Das ist eine Starcoin. Ich werde hier runtergedrückt. Gemeines Spiel. Ich habe die zweite Starcoin. Das ist auch spitze. So. Jetzt müssen wir nur noch ankommen. Das ist eigentlich die schwerste Aufgabe hier überhaupt. Und gerade... Schaffen wir es? Wir schaffen es nicht. Nein. Naja, das ist auch noch eine Facette, die wir gezeigt haben. Man kann es auch mit Tanuki nicht schaffen, darüber zu kommen. So, und jetzt hier wieder auf diesem Kackrad hier. Das finde ich ordentlich scheiße hier, wenn man sich so dermaßen anstrengen muss, das zu schaffen. Und jetzt auch noch die Zeit vorüber. Das ist natürlich auch noch eine Option, die wir zeigen müssen, dass die Zeit mangelt. So, die dritte Starcoin, damit haben wir alle drei Starcoins
vorhanden. So, mal sehen, ob wir das noch hinkriegen, die Version mit die Zeit fehlt zu demonstrieren, aber ich schätze mal nicht. Die eine Sache müssen wir auslassen. So, goldene Fahne, perfekt. Haben wir das Level auch mal geschafft. Abgeschlossen. Goldene Fahne und 3 Star Coins, perfekt. Level geschafft. Naja, perfekt ist es nicht. Perfekt wäre, wenn ich auch den Tanuki nicht dafür gebraucht hätte. Hier braucht man 100 Sternmünzen dafür, um in das Schloss einzukommen. Die kriegen wir doch her. Wir haben alle gesammelt, die wir bisher sammeln konnten. Wir haben also genug, um in das End-End-Schloss reinzukommen. Welt 8, Bowser. Denn mal los. Und da gehen wir hinein. In die Burg des Bowsers. So. Da geht's hinein ins Maul des Bowsers. Hier sammeln wir noch ein paar Münzen ein. Auch das kann man machen. Und dann geht's steil bergab. Zum Glück kenne ich dieses Level in- und auswendig. Das habe ich schon so oft gespielt, dass ich weiß, wie man hier besteht. In dem Level. Und zwar genauso. Ja, also zumindest dieses Level nicht ganz blind. So weicht man den Sachen aus und so weicht man auch der Starcoin aus. Das hätte man natürlich noch machen können. Die Starcoin kriegen. Und hier kann man auch drüber fliegen. Ja, genau. Mist, jetzt haben wir die Starcoin verpasst. Aber da wir hier sowieso noch einige Male fehlen werden, ist das auch kein Problem. Dann wissen wir jetzt, wo die Starcoin ist. Uah! Und da ist die zweite. Und die erste holen wir uns auch noch irgendwann. Und hops! Hier drauf. Und da geht's weiter mit dem nächsten Brett. Wieha! So ein Pferd. Uah! Angst. Nee, Angst braucht man davon nicht zu haben. Hui! Zack! 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 Elegant, elegant ausgleichen. Ausweichen. Da hätte man springen müssen. Tja. 2 Sternmünzen ausgelassen. Und wir kommen nochmal vorbei. Wir werden oft genug noch fehlen. So, eine riesige Treppe. Was schon der Endkampf. Sieht danach aus. Ein Leben von den Toads spendiert. Spendabuliert. So, dann schieß mich hoch, Scotty. Wow, durch den roten Ring. Und da haben wir ein paar rote Münzen, die sind eigentlich geschenkt. Die kann man fast nicht verkacken. Da kriegt man einen Tanuki. Und rein da. Wir holen die Starcoins nochmal. Eine haben wir bekommen, die zweite Starcoin haben wir uns geholt. Die anderen holen wir uns dann notfalls noch im zweiten Anlauf. Oh, hier geht's ins Schloss rein. Hier geht's ins Endfinale. Schloss. Die Tür öffnet sich episch und wir treten ein. Da ist sie, Peach, an den Mast gefesselt. Was ganz völlig ohne unser Kampf. Ihn gerettet. Ha! Das denkst du, Mario. Völlig ohne Bowser-Kampf geht's hier nicht. Es wird keinen Bowser. Es wird einen Bowser-Kampf geben. So leicht kommst du nicht davon, Mario. Da stampft er gleich den ganzen Turm ein. Und es dreht uns auf die nächste Ebene. So, dann verfolgen wir mal Bowser. Aber genau. Wie ein Meister hier. Ich mache das schon hier ganz gekonnt, weil ich das schon so oft gespielt habe, gerade um die goldenen Sternenmünzen zu bekommen und halt das auch 100% zu spielen. Ich habe das ja schon fast 100% im privaten Modus gespielt. Deshalb dieses Level wird uns auch noch häufiger im 100% Spiel begleiten.
und erwarten. Da werden wir noch einigen Skill brauchen. Puh. Ja, der Skill lässt hier zu wünschen übrig. Oha. Nein, ausbrechen. Und jetzt hier drunter durch. So, jetzt den Schwanzschlag ausweichen. Ja, ich sagte ausweichen. So, drauf hier. Und da fällt die Brücke unter seinen Füßen zusammen. Das war's mit ihm. Nee, das war's natürlich noch nicht mit ihm. Bowser lässt dich so leicht nicht besiegen. Na, weil wisst ihr, was jetzt kommt? Achtung, Jumpscare. Damn, da ist er. Naja, Jumpscare war das nicht wirklich. Aber ich habe euch vorgewarnt für die Schreckhaften unter euch. Da kam er plötzlich. Puh, hier muss man ein bisschen schnell sein. Hier darf man sich keine Zeit lassen. Hier muss man sich wirklich beeilen. Weil er schießt wirklich um sich. Und lässt einem keine Zeit. Du wirst verglüht, wenn du wartest. Von diesen Flammen. Das hier ist ganz schön tricky. Uah. Hier wurde ich schon so einige Male verglüht. Nein. Fail. Da komme ich nicht mehr hoch. Wäre zu glatt, wenn ich jetzt einfach auf Anhieb schaffen würde. Wenn ich das einfach hinkriegen würde. So. Hops. Hier nochmal drüber. So. Hier muss man ein bisschen Fingergeschick haben. Kann man sich auch ab und zu schon mal die Finger verrenken und brechen. So. Hops. So, hier mal ein bisschen ausruhen. Hier kann er uns nicht erreichen. Puh, puh. Finger entspannen und weiter. Da kann man sich schon, wenn man es falsch macht, die Finger verbiegen und brechen. Da muss man schon zur rechten Zeit die rechten Knöpfe drücken. Nein! Nicht wie ich gerade. Jetzt fast wieder versaut. Nein! Wie kann man nur hineinlaufen? Das sollte man auch nicht machen. Das ist kacke. Weil jetzt schlägt der da nochmal zu und hinten dran. Ja. Hier. So. Tödliche Sache das. Und weiter geht's. Wir lassen uns durch Bowser nicht aufhalten. Wir kriegen das trotzdem hin. Wir machen das. Huha! So. Hier hinten längs. Hier kann man sich auch wieder ein bisschen ausruhen. Ich sagte nur ein bisschen. Man kann dich schon treffen. Hier ist eigentlich Safe Zone. Der steht da hinten und ich hier vorne. Da kann ich mich ein bisschen ausruhen. Ein bisschen den Schweiß aus der Stirn reiben. Hier ist man dann wieder verletzlich. Huha, huha, gefährlich. Das habe ich kaum gesehen. Eigentlich muss man da mit einem Tanuki durchgehen. Hier die Anspielung auf Donkey Kong. Pass. Das Pass kommt. Und ich bin wieder klein, das ist eigentlich nicht sehr gut. Wieder rein. In den Feuerball. Das sollte man natürlich unterlassen. Das sollte man versuchen zu verhindern, mit einem Feuerball zu springen. Ja, ihr seht schon, ich bin hier relativ gut im Kurs. Relativ, also wie es mal mit meinen bisherigen Levels vergleicht. Schon sehr skillhaft hier. Also für meine Verhältnisse. Ich weiß, da draußen gibt es dann wieder 12-jährige Kiddies, die das besser können und es alles beim ersten Versuch schaffen und sowieso Mario 3D Land in 2 Stunden durchgespielt haben. Gibt es gar keine Diskussion. Sind sowieso die Besten. Die Besten der Besten. Ich weiß, es gibt viele Pro-Gamer von euch da draußen. Aber ich bin nun mal keiner von denen. Da wollen wir es aber auch nicht belassen. Starten wir also neu.
Dann wieder mit seinen Augen. Nur wieder von vorne. Vielleicht schaffen wir diesmal die Sternmünzen zu erhalten. Okay, da öffnet er wieder seinen Rachen. Wir starten von vorn. So, diesmal nicht alle Münzen einsammeln. Hat ich auch beim ersten Mal nicht geschafft. Ja, das kriege ich schon hin. Ist machbar. Ist zwar ein bisschen schwerer als die Level bisher. Ist ja auch das Endschluss. Das darf nicht so leicht sein. Das kann ruhig ein bisschen schwerer sein. Ich glaube, da muss man zwangsläufig für. Nein, ich habe es verfehlt. Zwangsläufig die Flammen springen, meine ich. So, hier läuft mehr rum. Die Option gibt es natürlich auch noch. Da kann man dann hier drauf springen, den sicheren Weg. Okay, schon wieder ist da auch kein verpasst. Aber ihr wisst ja, wo die liegen. Da müssen wir jetzt vielleicht nicht zwangsläufig die drei Sternmünzen holen. Habe ich sie vielleicht gezeigt, hole ich sie offscreen. Ist ja auch möglich. Du wisst auch, wo sie liegen. Ich krieg sie nicht. Ich komme nicht ran. Ich erreiche sie nicht. Was los mit mir? Gibt's doch nicht. Na komm, hol sie dir. Perfekt. So, zweite Starcoin. Die dritte kommt noch. Ich phase mir hier wieder den Mund fusselig. Hüpfen auf diesem Brett, das ist sehr scheiße, aber ich würde es euch eher abraten, aber hopp. Weil genau das passieren kann, dass man dort in die Lava fällt. Wir hätten sie fast gekriegt, aber ja, dann auch wieder verfehlt. Ja, Sinn dieses Let's Plays ist ja nur, euch zu zeigen, wo man sie kriegen kann. Starcoins. Na komm, gebt schon her. So, hier kriegt ja den Tanuki sowieso geschenkt. Durch diesen roten Rahmen hier, durch diesen roten Ring. So, lande Mario und hol dir die roten Münzen. Ist ja ein Geschenk. Die Münzen zu verfehlen ist wirklich schwach. Ich sag's noch und mach's dann wahrscheinlich bald selbst. Beim nächsten Versuch. Ich sehe es schon kommen. Deswegen gesagt, es ist schwach und macht selbst vor. Was soll's. So, die drei Sternmünzen gibt's auf jeden Fall hier in dieser Hälfte. Bevor man auf diesen Turm geht. Aber man muss dann noch das Restliche schaffen. Nochmal die Sequenz. Die kann man nicht überspringen. Peach. Mario. Genau. Da kommt er von oben. Der Fette. Der zerhaut gleich mit seinem einen Schlag. Der springt so heftig auf, dass der alles zerstört. Die ganzen Bohnen hier. Was für ein Randale. Was für eine Randale. Was für ein Rabauke. Und der altbackene Wörter benutzen. Ja, ich nehm's. Hätte gerne einen goldenen Tanuki. Das ist doch viel edler, mit dem zu springen. Ist ein bisschen schummeln, ich geb's zu. Ich hab's auch oft schon gesagt. Ist eigentlich scheiße, den zu benutzen, aber ihr seht ja, wie ich das anstelle. Man kann ja den Skill trotzdem sehen. Man kann ja sehen, wenn jemand vom Feuerball getroffen wird oder irgendeinem Monster zu nahe kommt. Es ist ja nicht gerade unsichtbar, wenn man gegen so ein Monster springt. Okay, ich glaube, das hätte mich ein bisschen geschwächt. Das hätte mich den Tanuki gekostet. So, aber das ist cool, dass man hier stehen kann. Das erleichtert einiges, hier hochspringen kann. Nice. So, dann schaffe ich es vielleicht diesmal auch. Dann überlebe ich auch sowas hier. Los, springen, Bowser, springen. So. Dann brauche ich mich eigentlich auch gar nicht mehr um die Dinger zu sorgen. Dinger, die er dann nachher spuckt. Oder? Oder muss ich mich trotzdem um die sorgen? Sind die wie Lava für mich? Mal schauen. So, hier geht's weiter.
Rosa besiegt. Juhu. Ja, schön wär's. So weiter geht's. Ein Jumpscare des Todes. Das war ja wirklich für mich das erste Mal. War sehr schreckhaft. Bis ich Resident Evil Revelations gespielt habe, da war ich dann nicht mehr schreckhaft. So gucken wir mal, ob das uns was schaden kann. Resident Evil härtet wirklich ab, also zumindest bei mir so. Gibt natürlich Leute, Hashtag Sturmwaffe, bei denen das nicht wirklich wirkt, aber bei mir hat es Wunder gewirkt, also mich hat das ernsthaft abgehärtet, also wirklich. Ich war vorher wirklich bei jedem Spiel irgendwie durch einen plötzlichen Rückler hier erschreckt, aber uha, das ist jetzt endgültig hin oder was? Das war's mit ihm. Na hoffentlich. Ja, da ist er hinüber getroffen von einem Felsen, noch beim Runterfallen von einem zweiten fällt dann die Lava. Aber sehen wir ihn verglühen? Ja, wir sehen ihn verglühen. Ist es. Da gibt's verbrutzelte Schildkröte. Und das Peach. Retten wir sie. Kann man eigentlich hier noch failen? Das wär's. Mario! Genau. Kann man jetzt hier eigentlich noch irgendwo runterspringen? Das wär's doch. Das wäre richtig nice, wenn man hier noch irgendwo in den Abgrund fallen kann. Kann man bestimmt. So, wir springen mal an die goldene Fahne. Drei Starfalls haben wir nicht geholt, aber die Peach haben wir gerettet. Nice. Nice ist Ende für den Part. Blink. Level geschafft. Das ist noch nicht das Ende, wie es aussieht. Da kommen die Toads. Mit Tanukis. Und auch Mario mit Tanuki. Und lässt die Peach in den Armen schweben. Ja, und die Credits kommen. Ja, es gibt noch 8 Welten, noch 8 Spezialwelten. Also, ich sehe noch keinen Grund dafür, den Part jetzt zu beenden. Also, gibt es auch noch kein Fazit von mir. No, doch, den Part werde ich jetzt gleich beenden, aber das Let's Play werde ich noch nicht beenden. Oh, Bowser auf einem Goomba-Turm. Nice. Es geht natürlich noch weiter. Hier sind die Credits, aber das Let's Play ist noch nicht beendet. Die Let's Play-Reihe ist noch nicht abgeschlossen. So, nice Sache. Ich freue mich noch auf die durchaus schwierigen Spezialwelten. Mal sehen, wie ich mich da so schlage. Und ja, man sieht sich in der zweiten Hälfte des Let's Plays, der Let's Play-Reihe. Nein, Ende ist es noch nicht. Aber das Ende dieses Parts. Ich glaube, darum soll es euch gefallen haben. Euch wohl, hier noch ein Bild von Peach. Zum Abschied. Haut, Renner.